Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 4. Na, Scherz, wir sind immer noch bei Evoland. Wir sind in der Ruinen von Sarudnak. Und mir ist aufgefallen, wenn man den Namen rückwärts ausspricht, guckt man auf Kanduras. Jetzt weiß ich nämlich auch, woher ich das kenne. Das ist ja eins von der westlichen Königreiche von Diablo 3? Ja, ich glaube Diablo 3. Gut, also wir sind immer noch in der Ruinen und suchen die zweite Amuletthälfte. Wir spielen mit der Kaeris und da ist schon wieder Kampfmusik. Oh nein, Feinde! Gegners! Stirb! Da ist eine Kiste. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ein Stern. Cool, cool. Jetzt haben wir 21. Ah, wir haben noch einen Haufen Drops, die wir noch gerne angeschaut haben. Helm des Zwielichts kennen wir von der letzten Folge. Diamant als Kette des funkelnden Klunkers. Der wurde jetzt eben der erste Gangster-Fantasy-Held. Okay, das heißt, wir haben jetzt so Bling-Bling. Schutzengel belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Zum Glück gibt es so viele Einhörner in dem Spiel. Schulterstücke des Lichtbringers. Schick für Disconnected, das kennen wir doch schon. Beinchen des Oranischen Gladiatoren, das kennen wir auch schon, Unterseelestiefel, Draufgangertum haben wir auch und das war der Kleinfingerhut des Flammenriesenponys. Fragt lieber nicht. Aber ein paar Items fehlen uns noch. Die kriegen wir wahrscheinlich ohne, dahinter gibt es nichts mehr. Gut, dann. Wir haben ja jetzt zum Glück endlich die Minimap. Und das. Deswegen sehen wir jetzt so ungefähr Romane rennen. Das sind wieder tonnenweise Gegner. What? Unstoppable! Ring der Rinderbeherrschung. 17% Schaden gegen Kühe. Man weiß einfach nie, wann sich das als nützlich erweisen könnte. Ich meine, das wäre vielleicht nützlich, wenn es so ein Kuh-Level oder so gäbe. Unaufhaltsam! Hier, Heldenrelikt. Multikill. Ja, ist ja gut jetzt. Wie viele Gegner kann denn da bitte? Zack, zack, zack. Und du, sind zum Glück alle One-Hit. Macht zum Licht. Multikill. Unterhose des Unfesselbaren. Plus 250 Furchtresistenz. Warm und bequem. Heldenrelikt. Plus 0,001% kritische Trefferrate. Aha. Sehr, sehr spürbar. Da links gibt es auch noch so eine Nische. Jetzt da noch. Oh, ein Speicherpunkt. Jawohl. Blim. In Sicherheit. So. Ah, Kampfmusik. Gegners. Weg mit euch. Ehrenmedaille. Aha. Doppelte EP gewinnen für alle Fälle. Ich glaube, bei dem Kampfsystem kriegt man gar keine EP, oder? Ah, what the fuck? Metall total, ihr seid jetzt komplett ausgerüstet, ihr fühlt euch schwer an. Ah, wenn wir alle Items haben. Sonnencreme der Untoten. Untote bekommen jetzt einen Sonnenbrand, genau wie normale Leute. Kriecher-Entschärfungssatz. Hilft euch dabei, Kriecher am Explodieren zu hindern, vorausgesetzt ihr seid schnell genug. Das heißt, wir können uns jetzt so gegen Creeper durchsetzen. Alles klar. Oh, da drunter scheint es zum Boss zu gehen. Ich gehe jetzt gerade vorsichtshalber nochmal zum Speicherpunkt zuerst. Sicher ist sicher. Weil der letzte Speicherpunkt ist doch ein Wille zurück und das möchte ich nicht alles nochmal machen. Mhm. In Sicherheit, alles klar. Dann geht es jetzt auf zum Boss. Ich habe schon so eine vage Vorahnung, wie der Boss ungefähr ausschaut. Oder wer das es sie könnt. Aber das Spiel wusste es irgendwie, mich oder euch, uns alle zum Überraschen, drum lassen wir uns einfach überraschen und schauen, was das für ein Boss ist. Okay, da kommt wahrscheinlich erst, wenn ich die Kiste da aufmache. Okay. Blatt. Hoppla. Das hättet ihr wohl lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen.
Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Der untote König. Oh. Der hat irgendwie... Ist das der Lich King? Ich weiß nicht, ich habe World of Warcraft nie gespielt. Und... Au! Okay, die Feuerbälle haben schon gehört, Regine. Ich hau dem ziemlich wenig Schade in, ich merke gerade. Ah, der schlagt da durch, das ist uncool. Oh. Au! Ja, das schaut ein bisschen schlecht aus für mich. Warte! Och. Also hier ist gut, dass wir gespeichert haben. Ja. Zuerst mal wissen, wie der Boss überhaupt funktioniert. Dann halt nochmal. Was zur... Ihr habt doch gespeichert? Wieso kann ich jetzt alle wieder? Aber wir haben diesmal ein voller Lebensorb zumindest. Das ist manchmal positiv. Bestatter, ihr habt 100 Skelette getötet. Tja, das war's mit dem vollen Leben. So arbeitet sich nur noch halb voll. Jetzt haben wir gleich viel HP wie vorher. Und da kommen wir, glaube ich, erst durch, wenn wir den Boss besiegt haben. Undertaker freigeschaltet. Yeah. Ja, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Das mal vielleicht ein bisschen systematischer. Ja, kennen wir schon. Cool. Verdammt, irgendwann, die können irgendwie verarschen, aber der lässt sie irgendwie nicht so verarschen. Ah, ich kann einen Erklärer abhängen, aber das nutzt mir auch nichts. Aha, warte. Tefuk! Ja, das war's jetzt voll nicht wert. Was zur Hölle? Wieso trifft mich der dauernd? Das geht's ja nicht. Ich kann ihm nicht auswählen. Ich bin schlecht, verdammt. Kann da die ganze scheiß Gegner wieder, wo wir jetzt wieder meine halbe HP alles kosten. Stirbt! Die Bitch! Schwerer Geldbeutel, ihr habt 20.000 Kill, aber... Warte! Mann! So, jetzt aber. So, jetzt haben wir einen voller HP-Balken und jetzt kann es losgehen. Komm her, Biatch! Auf ein neues und diesmal mit voller HP. Lich King oder Diablo oder wer immer das ist. Aua! Ja, hat schon das Ganze schon anders aus.
Stirb! Yeah, Kohle ohne Ende. Amoklauf! Ah! Aua! Und tot! Jawohl! Irgendwo ist irgendetwas passiert. Und das war sicher mit Sicherheit das letzte Mal. Bin ja mal gespannt, ob das wirklich das letzte Mal war. So. Dann schauen wir gleich, was sich da da hat. Ich schätze mal, jetzt ist da offen. Ach, was für ein Zufall. Und eine Kiste, was da wohl drinnen sie wird. Ich schätze mal, die zweite Amuletthälfte? Fragezeichen. Zweite Amuletthälfte, eine von zwei Amuletthälften. Oh, nochmal eine Kiste. Portal. Wir werden noch einmal so weit laufen. Ja. Schade, das Orange gefällt mir besser. So, jetzt wo wir so massig viel Kohle haben, über 20k, können wir nämlich auch da mal ein Klick aufgehen. Und zwar... ein paar Tränke. Nochmal ein paar. Können wir sie ja brauchen. Nehmen wir jetzt zur Abwechslung mal eine Phoenix-Feder mit. Oder zwei. Schneller DVD-Player und tschüss langsame CD-Ladezeiten, werdet uns nicht fehlen. Tja, das denke ich allerdings. Oh, jetzt sind nämlich die Ladebildschirme in der Stadt weg. Und die seltene Karte. Die Karte Untöterkönig. Mein guter Deutsch. DVD-Player. So, hat er jetzt immer noch eine Karte? Nö. In dem Fall. Gehen wir zurück zum Sid, der müsste es jetzt erzählen, wie es weitergeht. Speichern wir da vorne nochmal schnell. Yeah. Sid. Wenn er mal endlich dahinter ankäme. Da ist er. Da ist wahrscheinlich gestanden, ihr habt die beide Amuletthälften oder so. Ihr könnt die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück! Sonst nix? Schade, irgendwann endlich kriege ich vielleicht sie Luftschiff. Aber in dem Fall, pff. Ja Mensch, wer braucht sie dämliches Luftschiff schon? Schreiben wir gerade nochmal. Weil wir es können. Östlich von Aogai. Das heißt, wir können jetzt wieder durch die ganze Prärie durchlatschen. Okay. Das Sid scheint in dem Final Fantasy toll. Okay, es ist nicht wirklich ein Final Fantasy, aber in dem Final Fantasy Abklatsch scheint er besonders geizig zu sein, weil er das Luftschiff einfach nicht rausruckt. Hey, mir fällt gerade auf mit einer Minimap, so geh auf der Overworld jetzt. Das ist ja ganz praktisch. Schon Zumba und ein Arthurin schon wieder. So, heilen. Der Arthurin ist eigentlich ein cooler Gegner, da macht man nämlich nicht so viel Schaden. Da kann man sich noch halbwegs hochheilen. Und tschüss. Jenseits des Flusses, okay, das ist der Punkt der rechts in dem Fall. Parkuns schon wieder. Ja, dann halt. Und weniger. Oh, der war fail. Scheiße. Ich meine, das Kampfsystem ist halt allzu anspruchsvoll. Soll das jetzt die schwarze Zitadelle sein? Okay, wenn sie meinen. Ah, jetzt ist irgendwann wieder ein Zufallskampf. Ja, das ist eine ziemlich kleine Zitadelle und eine ziemlich verfallene. Ihr seid es also! Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet! Aha. Nennt mich einfach Zephyros! Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber alle eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch. Und zwar jetzt! Boss Battle Team.
Ja, dann sag mal, was du kannst. Ah, der macht gerne zu wenig Schaden. Stirb! 12! Aber immer verdammt wenig genommen. X-Kristall! Oha! Na gut, ich meine, wir können jetzt der Ultra-Lame-Mode aktivieren, indem dass wir einfach die ganze Zeit hochheilen. Vielleicht bringt sie was. Ah, scheiße, er greift, greift zweimal pro Zug an. Aber für dich lange jetzt, ja. Ich finde es wirklich schade, dass es kein, ich sag mal, ein rockiger Remix von dem Battle-Team geht, so wie in deinem anderen Kampfsystem. Es war nämlich cool irgendwie. Oh, das war der Nerva. Angreifen! 20! Heilung! Ja, sind wir wieder schon auf Maximum. Das wird ziemlich einfach, der Kampf. Frage ist halt, wie viel hebt ihr aus, gell? Heilen wir nochmal. 14. Ha, kriegst du Schaden zurück. Aua. Ich vergriffe mit der Keris an. Ich verwechsel die immer. Au. So. Heilen wir uns nochmal. Stirb! Ja, du könntest schon sie zur Abwechslung mal hauen und nicht immer nur mich. Das wäre wirklich fein. Aha. Was wird das jetzt? Das reicht! Ich habe genug von diesen Spielchen. Kami! No. Oh Mann. Kami! Ah! Oh. Ja, das tut doch ein bisschen Damage. Gegenstände. Jetzt bin ich froh, dass ich Phoenix wieder gekauft habe. Kairis lebt wieder. Angreifen. So, dann heilen wir es gerade nochmal schnell auf, bevor der wieder angreift. Wir haben nämlich beide sau wenig HP, sehe ich gerade. Ja, Kairis, das wird. Es wird ein zäher Kampf für Kairis. Oh ey. So. Ah, vielleicht erfangen wir es ja nochmal. Kami! Ach, jetzt macht wieder sein Special. Jetzt ist sowieso gleich vorbei. Komm einfach voll drauf. Kami! Ha! Oh, beide tot. Shit. Ah, ich bin so schlecht in dem. Natürlich, es war ein gescripteter Tod, das hätte man eigentlich denken können. Wir geben niemals auf! Wir kämpfen bis zum Tod! So sei es! Fump! Ah! What the hell? Er hat Kairis abknippelt. Kairis! Danke! Ihr wart immer für mich da! Habt mich immer beschützt, an meiner Seite gekämpft! Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft! Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück! Ich werde euch über euch. Sorry, ich muss lachen, das Klischee wirft mich gerade voll um. Ich werde über euch wachen! Ich! Natürlich! Und die Holy Substanz dazu. Halt, was rede ich? Ja, doch, Holy. Rache! Eure besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen. Ah, jetzt kommen wir spezial. Babamut. Okay, rufen wir mal Babamut. Ja,
Ja, war eigentlich klar, dass die Sonne kommen muss. What the hell? Natürlich. Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. 2000 Glyphs und 50 XP. Klinkertschuh von 9 erreicht, sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Okay. Oh, die arme Kairis. What the hell? Jetzt, wo ihr lobbyen kann, so viel Gegner. Das ist wieder so typisch. Hauen wir uns erstmal die Apidias dahinter um, weil die machen einen Meister Schade. Okay, doch nicht. Egal. Apidia. Was denn aber? Die scheiß Viecher. Ah, 50 HP hält es, okay. Die gleich wieder weg sind. Was denn aber? Was soll der Scheiß? Also Gott doch. So, jetzt wird's langsam knapp. Oh, wir haben noch hell. Ah, okay, jetzt wo der Eris. Entschuldigung, Kairis tot ist. Das heilt zu wenig. Jetzt wo Kairis tot ist, haben wir ihre Zauber übernommen. Warte mal. Babamut. Cool, das ist ein Cooldown. Das heißt, ich kann dann regelmäßig doch einsetzen. Das finde ich auch geil. Ach, der hebt wieder zwei Schläge aus. Au! Stier, Pakun. Gang zurück in den Warp Pipe. Ja, dann. Der hat die Säge. Wir kämpfen nochmal gegen den Arthuin. Aber der ist eh cool, der macht wenigstens keinen Damage. Ich nutze die Gelegenheit gerade und heile mich nochmal zuerst hoch. Weil bei meinem Glück gut einen Millimeter vorm Dorf nämlich nochmal so einen Kampf gegen zwei Parkuns und zwei Apidias. Und wir sind viel schneller geworden, guckt man vor. Also wir können jetzt öfters drei in der gleichen Zeit. So, wahrscheinlich also Ausgleich, weil die Karriere ist tot ist. Endlich! Danke! Wo ist das verkackte Dorf? Natürlich! Aber wissen da was? Ja, ist okay. Laufen! 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 Danke! Was zur eigentlichen Hölle? Wir können wir jetzt die Tränke setzen? Gerne nicht. Okay, wir haben es geschafft, ohne nochmal einen Kampf dazwischen. Au, geil! Hat sich die Musik jetzt geändert? Die ist jetzt irgendwie so melancholisch. Wahrscheinlich, weil Kairis tot ist. Die arme Kairis! Sie ist mir immer so zur Seite gestanden. Sie war so nützlich in der Kampf zu mir heilen. Tja, in einem Fall. Wir sind aus den Ruinen von Sarudnak wieder raus. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, was weiterhin passiert, nachdem wir Sid, also ihrem Onkel, die traurige Nachricht überbringen dürfen, dass Kairis leider von uns geschieden ist. Danke fürs Zuschauen. Ihr lasst euch noch ein bisschen trauern. Bis zur nächsten Folge. Und... Ciao, ciao.